Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer hoffentlich etwas ruhigeren Runde 7 Days to Die. 7 Days to Die, ei. So, wir werden jetzt ein bisschen bauen. Wir werden uns auf den Blutmond etwas vorbereiten mit dem Pipi-Kram an Munition, den wir hier haben. Das sieht echt mau aus. Also, wir haben jetzt viel verschossen. Heiße Luft. Ja, viel heiße Luft verschossen. Ja, mal schauen. Ich könnte ja. Ah, den Beton könnte ich einstellen. Maschallah. Warte mal, ich. Hier so einen geilen Fahrstuhl. Zack. Peinlich. Vorführeffekt. Ne, dann holen wir den Beton gleich noch mit hoch. Beton. Ja, den Beton. Und. Arton. Den Arton? Ey, was wollte ich denn jetzt machen? Oh, bin ich doof, ey. Und wolltest du nicht noch Munition herstellen und Zeton? Ah, Beton habe ich schon. Okay. Oh. Genau, wir bauen jetzt oben einmal ein bisschen aus. Ich habe schon überlegt, vielleicht, dass wir eine Dartfalle, die bringt zwar nicht wirklich was, aber dass die uns hier noch ein bisschen den Rücken frei hält vielleicht. Eine was? Eine Dartfalle? Ja. Was ist eine Dartfalle? Naja, vom Bullseye und so, ne? Was? Oh. So. Das können wir gleich aufwerten. Die wollten wir ja alle so beibehalten. Und hier kommt der weg, den tauschen wir aus. Da kommt auch noch mal was. Genau, hier kommt die Ecke. Hier kommt nur der nach oben. Ich weiß nicht, ob wir den hier so setzen. Wie sind wir denn? Wir sind ja auf der Höhe. Ne, den haben wir höher gezogen. Oh nein. Dann müssen wir den auch noch austauschen. Ziehen dann aber auch den vielleicht noch mal einen höher, ne? Obwohl, den würde ich vielleicht. Ne, von oben die Höhe würde ich gleich machen. So, das heißt, der da kann wieder weg. Und hier auf der Seite müssen wir. Ah, welcher ist denn das jetzt? Zweite? Der zweite, der muss noch ausgetauscht werden. Zwei da oben. So, dann kommt da nämlich noch ein halber hin. Und hier die Ecke. Den wollen wir jetzt nur so gedreht haben. Ja, super, das hat ja wunderbar funktioniert. Warte mal, ich kann doch hier Stellung kopieren. So. Oh, hier Europapark, ne? Ja. Das Gerüst zusammengebrochen. 4 Verletzte. Was für ein Gerüst? Ne, ich weiß, ist das nicht so ein Achterbahn-Dings? Freizeitpark in Deutschland. Okay. Das ist wohl irgendwie. Gerüst irgendwie eingestürzt. So, hier auf der Höhe. Und dann können wir hier den Raum gleich rausziehen. So, ist das richtig? Das High Diving Show irgendwie sowas. Sprungtürme. Sagt mir so gar nichts. Das sagt mir so gar nichts. Jasmin, leise sein. Schreierin auf dem Weg zu dir. Oh, ich hab nichts gemacht. Ja, oh, scheiße, ey. Jetzt hat sie geschrien. Ja, scheiße, ey. Scheiße passiert. Wo ist sie denn? Bei mir. Bei dir? Ja, ja. Es ist unglaublich.
Oha. Das Gute ist, ich fühle mich hier relativ sicher. Ja, du kriegst Besuch von ganz viel Grün. Ja. Das ist halt das, was mich auch so ein bisschen stört. Lass das heile da, du Freak. Mann, lass es. Ich werd schon langsam sauer jetzt. Wenn diese Grünen nicht wären, ne? Der lebt immer noch? Ja. Oh Mann. Oh, jetzt aber nicht mehr. Jetzt habe ich nur noch einen hier, den Laufburschen. Bitte. Dankeschön. Ich höre hier aber noch was. Ja, das kannst du selber machen. So. Kann man hier alles in Stein umwandeln? Das war jetzt die eine Seite, jetzt nochmal die andere Seite. An die Ecke komme ich jetzt gar nicht ran, so, ne? Oder? Gut. Das passt soweit. Können wir das hier schon mal aufwerten? Noch, dann haben wir das schon mal weg. Wunderbar. So, dann können wir den nämlich jetzt hier hochsetzen. Nee, warte, das ist ja... Falsch. Genau, der käme ja darauf. Dann setzen wir erstmal den hier. Oh, meine Ohren jucken. Ist ja widerlich, Jasmin. Ja, Patrick, du auch. Ja, ich weiß. Hat meine Mutter auch gesagt bei der Geburt. Glaube ich. Ey! Du fies, ey. So. Ach ja, das war falsch. Das war falsch. Der kommt ja dahin. Und. Die kann zippeln hier. Dann einmal hier kopieren. Hoch den Mist. So. Hoch die Hände, hoch die Hände. Ich weiß nicht, ob ich hier die halben nicht später durch Glas austausche. Die ich jetzt nur halb gesetzt habe. Ich glaube, das würde auch ganz geil aussehen. Habe ich da drunter Beton? So. Das hätten wir soweit. Jetzt hier oben einmal die Reihe durch. So. Gut. Dann könnten wir hier eigentlich... Das können wir erstmal so übernehmen. Sind wir von der Außenecke hochgegangen. Doch, ist Beton. So. Außenecke würde bedeuten da... Und einmal Holz drunter, ne?
Beton, unten Holz. Ist ja nur für die Optik. So. Hier kommt später das Gitter hin. Da müssten wir die Dartfallen im Optimalfall da unten erstmal an die Wand setzen vielleicht. Aber dann würde ich hier sagen, machen wir schon mal zu die Decke. Wegen der Vögel. So. Oder Jasmin, wie siehst du das? Mhm. Hier ein paar wunderschöne Baublöcke setzen. Ah, du machst das klar. Ja, ich habe jetzt nicht mehr viel Holz in der Tasche. So, mein Holz ist alle. Dann muss ich erstmal neues holen. Aber ich habe unten habe ich noch einen ordentlichen Batzen in der Kiste. Ah, jetzt hat es auch funktioniert mit meinem Fahrstuhl. Fahrstuhl? Ja, ich habe einen Fahrstuhl. Hast du keinen? Nein, ich habe nur so einen Schnellweg nach unten. So, da denn auch nochmal Fackeln reinsetzen? Ich glaube, das wird ganz geil. Oder noch cooler wäre so ein Bodenstrahler, der hochleuchtet. Kann man sowas bauen? Strahler? Strahler. Wo sind, ist dieses komische Ding drin? Ach, das da, ne? Strahlungsentfernungsmod. Scheinwerfer? Muss ich hier eins rausnehmen. Aua. Ja, die sehen leider nicht so aus wie... Na, dann nehmen wir Fackeln. Ju, dann können wir das jetzt wieder halbieren. Zack. Weil eigentlich können wir auch... Wir brauchen ja erstmal keine halben Wände. Ein Elch. Ein Elch? Oder so. Ja. Geil. Aber ich weiß nicht, wo der reingelaufen ist. So. Ich würde vielleicht hier auch erstmal nur die Fläche machen, wo wir stehen. Dass man hier hinten noch frei lässt. Aus Materialgründen. So. Ist ja wie Snake, ey. So. Aber ich bin froh, dass ich den Klauenhammer nicht nehmen muss zum Aufwerten, muss ich ehrlich sagen. Das wäre mir ein bisschen zu wild. Zu wild? Ich nehme den. Zu wild, ja. Vielleicht, dass man hier erstmal nur bis hier geht. Wäre das eine Option, wenn wir nur hier den Platz zur Verfügung hätten, das wäre schon ein bisschen eng, ne? Wegen Ausweichen. Obwohl, nee, das würde auch gehen. Aber ich glaube, ich würde hier hinten gar nicht aufwerten. Die Geier machen ja nicht viel Schaden. Und da könnte man dann gegebenenfalls wieder reparieren, oder? Mhm. Ein bisschen Holz einstecken einfach. Und hier könnte man ja vielleicht doch schon zubauen, ne? Dass man das komplett wegnimmt. Komplett. Kompletto Geppetto. Geppetto? Ja, wenn wir... Geppetto.
rein theoretisch könnten wir hier das ja schon wegnehmen, ne? Dann haben wir das schon mal dicht. Aber hier wären, glaube ich, Fenster ganz nice. Ah, nee. Ist ja hier falsche Form. Oh Gott, hör mir auf. So, jetzt muss ich hier wieder 100 Mal drehen. So. Also der bleibt auf jeden Fall in der Form. Achso. Der. Gut. So. Jetzt kopieren wir den und nehmen einmal die Richtung an. So. Jetzt ist natürlich die Frage, wollen wir hier ganz dicht machen, ganz zu? Oder machen wir hier wieder ein Fenster? Jetzt haben wir Fenster auf jeden Fall ein bisschen tiefer. Aber kommen die denn da nicht rein dann? Nee, also mit Gitter. Versuchen die da nicht reinzukommen? Oh. Nee, ich meine mit Gitter vielleicht. Oder Panzerglas später, wenn wir es mal herstellen können. Ja, genau, später. Wann denn später? Wenn die uns gestürmt haben oder? Ja. Okay, dann läuft ja bei dir. Ja, ich bin auch nächstes Jahr als bei dir. Was soll denn hier passieren? Ja? So, den Sturz vielleicht erstmal in Holz wieder lassen. Oh, ich habe keinen Beton mehr. Das ist ja jetzt ärgerlich. So, aber dann könnte man hier schon mal... Oh, einen Kartoffelsamen gekriegt, geil. Nice. Beim Ernten. Das ist gut. Ich weiß. Die brauchen wir ja immer wieder. Auch Kartoffeln, ja. Ja. So, wenn wir hier... Nee. Machen wir hier eine ganze Wand raus? Oh, Jasmin, jetzt sag doch mal was. Eins, zwei, drei, vier, Kacke. Eins, zwei, drei, vier, Kacke? Eins, zwei, drei, vier, Kacke. Ah, jetzt kann ich ja hier rein theoretisch gar nicht fertig machen, weil ich keinen Beton mehr habe. Rein theoretisch? Rein theoretisch. Müssen wir erstmal wieder Steine und sowas sammeln. Steine sammeln. Ah nee, hier komme ich ja gar nicht rein. Gehen wir einmal außen rum, bringen einmal die ganzen Sachen weg und dann können wir nochmal ein bisschen Stein forsten. Was haben wir hier? Ist nichts drinne. Beton. Die Bauform schmeißen wir auch mal rein. Und ein Stack Holz. So, mit O. Ist so mit O. Was brauchen wir denn für die Dartfalle? Keine Ahnung. Eine Werkbank auf jeden Fall. 20 geschmiedetes Eisen, 6 mechanische Teile, elektrische Teile 4 und 5 Öl. Redet die schon wieder im Schlaf, Alter? Aber braucht die Strom? Verschleudert Metalldarts. Wenn aktiviert, kann mit geschmiedeten Eisen, mechanischen Teilen und elektrischen Teilen repariert werden. Ja, gucken wir mal, ne? Wie funktioniert denn das Ding überhaupt? Das weißt du doch nicht. Das habe ich doch keine Ahnung von.
Ja gut, da komme ich gerade nicht bei. Hier ist frei. So, wie hieß das nochmal? Dartfalle, ne? Dart. Der. Dartfalle und Eisendart Munition wäre aus Eisen und Lehm. 20 geschmiedetes Eisen. Oh, wir haben kein geschmiedetes Eisen mehr. Oh. Na, Patrick. Aber ich benötige doch noch 9. Das geht ja schnell. So. Dann haben wir noch mechanische Teile 6. Ja, wo habe ich denn jetzt das eingeschmolzen gehabt? Hab ich das schon für 4 Brell? So, 4 elektrische. Und 5 Öl. Jo, Alpha Bübsch, jetzt muss ich mal gucken hier. Ja, Alpha Bübsch noch eins. Ich brauch mal das und das. Jo, dann müsste ich erstmal einschmelzen, dann geh weg hier. Ja, Entschuldigung, ich wollte dir nicht im Weg stehen, junge Dame. Das aber. Es tut mir ja leid. Hätte ich das vorher gewusst, ich hätte das nie getan. So, das kann erstmal vorbereiten. Lehm habe ich hier oben jetzt hingeschmissen, ne? Nee. Ah, den habe ich mit rüber genommen. Das gibt's. Ich glaube, ich habe den mit rüber genommen, Jasmin. Hm. Ich wollte gerade sagen. Ihr wollt gerade sagen, ja, leck's mir doch am Zipferli. Zipferli. Oh, ich habe gar kein Lehm mehr. Haben wir noch Lehm? Also Lehm haben wir mehr als genug. Kannst du mir was mit hochbringen? Zu spät. Geil. Der Kooperativ. Ja, ich bin doch selber oben schon. Oh. Ja, oh. Dartpfeile, ja. Wie viele machen wir da einen Optimalfall? 500. Wieso kann ich das nicht herstellen? Wo liegt hier das Problem begraben? Ah, Bruchsand, glaube ich. Ah, egal, ich mische das jetzt erstmal. Ah, so. Ich hab den Pin habe ich gefunden, Alter Brummbär. Wow. Fahrrad. Würze. Jasmin, ich will Fürze herstellen. Fürze? Ja. Aha. Das, okay. Oh, ich habe gar kein Leben. Ich mache erstmal 100 Darts. Weißt du was, ich mache mehr Darts. Darts. Nochmal 100. Krass. So. Bin ich doof? Ich könnte eigentlich nochmal... drüben in der Schmiede auch schon was herstellen. Oder einschmelzen, damit man da schon mal Dartpfeile herstellen kann. Dann störe ich dich nicht mit deiner Schmiede wegen Munition. Ja, Gott sei Dank. Ja, ist doch ganz schön. Du fuckst mich schon die ganze Zeit ab, Kollege. So. So, jetzt will ich den mal hinschmeißen und gucken wir mal, wie funktioniert denn das Ding überhaupt. Brauche ich da noch eine Druckplatte oder irgendwas? Oh nein. Wieder? Hast du erledigt? Ja, es ist aber zu spät. Ja? Ich komme wieder rein. Oh, das kann nicht sein, ey. Diese Munition, es ist verhext. Ja. So, weil wir Munition im Überschuss haben und den Blutmond auf keinen Fall so stark gegen die Zombies antreten wollen, reduzieren wir uns ein wenig runter. Wir wollen ja nicht, dass die ganze Sache zu leicht wird. Ja.
still hier. Jo. Warum wird das jetzt so neblig? Wo sind die denn jetzt? Jasmin, deine Schwester ist zu Besuch. Magst deine Verwandtschaft nicht, wa? Mein Gott, ey, das ist aber auch viel heute hier. Das ist wild, ne? Wilde Nummer. Meine ganze Bude ist voller Nebel, mal die Tür zu hier, ey. Dartkiste wollte ich hinschmeißen. Oh Gott, bin ich betrunken? Ja, vielleicht. Maybe. Maybe, möglicherweise. Ich würde sagen, die fallen ja zwischen den beiden runter. Das ist natürlich jetzt ein bisschen durch. Hier hinten ist ja... hast du noch mal für mich 30 Beton? Obwohl, ich kann auch welchen herstellen. Warte mal, ich hole mir mal Steine von unten. Ich borg mir mal was. Ja, so. Hast du vielleicht trotzdem 30 Beton? Habe ich noch welchen oben? Ich stelle gerade selber meinen her, weil ich selber brauche, ja? Tut. Verdammt. Bist du doof oder was? Was denn? Das ist meins, nicht deins. Ich wollte mir da gar nichts rausnehmen. Ja, komm. Zieh ab, Alter. Ich wollte ja nur mal gucken, wie viel da drin ist. Ob da so, ich zeig dir gleich mal. Ich will nur mal gucken, ja, ob da so 1 bis 30 Stück Beton drin sind, wollte ich ja nur wissen. Stell dir selber her. Ich sammle hier meinen Stein und so die ganze Zeit, damit ich hier ein bisschen... sicher machen kann und du klaust mir das oder was? Was? Nein, nein. So langsam. So kannst du das nicht sehen, Jasmin. Ne? Ja, ich wollte. Ausleihen, ohne Bescheid zu sagen, ist klar. Ich wollte mir das borgen, ganz offen und ehrlich. Genau, deswegen bist du auch ganz heimlich gerade rangegangen. Ja, was? Ja, ganz so ohne, heimlich. Dass ich, ganz so heimlich war es ja nicht. Du hast es ja gesehen. Ja, wäre ich aber nicht oben gewesen, hätte ich es nicht gesehen. Hätte mich schon wieder gewundert, wo meine Sachen sind. Freut er sich, ey, wie ein kleines Kind. Ich wollte ja nur mal gucken. Und, was hast du festgestellt? Ja, du hast auch Beton. Ja, mein. Nein, für dich. Ja, aber muss ich die jetzt unter Strom setzen? Wie funktioniert denn das Ding? Was macht er denn? Ich habe so eine Dartfalle mal probehalber aufgestellt. Später kommt die auch mal weg. Das will ich alles durch automatische Geschütztürme austauschen. Die werden auch anders verbaut, aber für den Anfang. Hast du einen Marble oder was? Das fragst du noch? Das fragst du noch? Ja, ich... Das fein gemacht, das fein gemacht. Trumpel, Sau, nicht tot. Kennst du das noch? Nee. Ausgelacht. Nee, kennst du nicht, kennst du nicht, kennst du nicht. Wie viel Munition kann ich hier auf einen Haufen reinschmeißen? Wow, doch ein bisschen. Wow, Bombcheck, wow, wow. Es kommt, so wie es kommen muss. Schalalalala. Aber wie? Brauche ich dafür vielleicht eine Druckplatte, um das zu aktivieren? Und wie weit reicht diese Druckplatte, um das zu aktivieren? Ich kann gar keine Druckplatten herstellen. Mir fehlt ein Buch Elektrik. Ach komm, du kriegst die Tür nicht zu. Das kann doch nicht wahr sein. Da kann ja jeder kommen und sich ein Feldschlüssel bauen, ne? Jeder. Grüß mir die Sonne. Ja. Und du hast nicht rein zufällig noch ein Elektrikerbuch für mich? Ich? Es könnte sein, dass der Händler vielleicht eins hat. Gehst ja nie hin. Oh, ich muss mal einmal auf Klo. Ja, ich müsste da mal hingehen. Dann könnte man eine Druckplatte herstellen. Haben wir vielleicht eine?
irgendwo hier in unseren Ramschkisten. Ich habe doch irgendwo... Habe ich nicht mal eine gefunden? Oh, bestimmt sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber ich bin der Meinung, wir haben doch... Wir haben eine Druckplatte, haben wir doch gefunden. Ist das Gebietsschutzblock? Haben wir die verkauft? Oder ist die irgendwo reingewandert, wo sie nicht hingehört? Da muss ich ja einmal zum Händler. Jasmin macht das schon. Die ist gefeit, was das angeht. So, radeln wir einmal rüber zum Händler. Wo ist denn jetzt mein Fahrrad? Ach Gott, habe ich das gerade in die Kiste geschmissen? Diesmal nicht, Fräulein. Diesmal nicht. Wo habe ich denn mein Fahrrad? Habe ich das in irgendeine Kiste geschmissen? Das war doch eben noch hier oben, oder? In welcher Kiste war ich denn, wo ich das in meine Leiste ziehen wollte? Haha! Oh, huch. Haha. Na, hier können wir das auch einmal austauschen. So, und wenn wir schon mal unterwegs sind, alles will ich noch nicht verscherbeln, aber die ist heile. Können wir noch eine Mod reinschmeißen? Scherben erstmal das, was wir sowieso repariert haben. Alteisenspeer. So, die Bücher und nehmen wir den noch mit. Das Geld, die Nuggets und die Nuggets können wir auch verkaufen. So, und in die Schaufel nochmal eine Mod. Wir haben ja noch eine gefunden. Gräbermod. Ich weiß gar nicht, ob Jasmin eine in ihrer Schaufel hat. Ja, dann lasse ich die Mod nochmal drin. Ich lasse die Schaufel hier. Da. Nehmen wir stattdessen eine wohlgeformte Hose mit. So. Das hier runter. Ich bin genauso pfiffig wie Jasmin. So. So, jetzt kaufe ich für teures Geld eine Druckplatte und das funktioniert gar nicht, wa? Mal abwarten. Ja, düsen wir erstmal hier runter. Händler. Der war weiter links, ne? Ah, die Ausdauer ist wieder ein Zustand. Oder ist er da schon? War das das Gebäude eben hier, was wir sehen konnten? Nee. Nee. Ich muss bestimmt wieder essen und trinken, deswegen habe ich keine Ausdauer. Gott, ey, hier bin ich aber auch einen Umweg gefahren jetzt. So, Wasted Stiffs. Aber perfekt zwischen beide Pfosten.
So, jetzt sind wir auch schon beim Händler, ne? Beim Hinterhändler. Hinterhändler? Ich bin gerade maximal verwirrt. Ah, ja, ja. Pass auf, fahren wir hier über den Parkplatz. Birkencher. So. Dann haben wir den Guten nämlich auch erreicht. Weißt du was? Steck ein diesen alten Drahtesel hier. Wann macht der auf? Um 8? Oh, so. Schwere Geburt, ey. Ja, ich bin gerade beim Händler. Ah, oh, cool. Ja, ja, der hat noch zu. Ja, ich hatte gerade zu tun. Der hat noch zu. Ja. Ja, auch gut. Ich weiß nicht, macht der um 6 oder um 8 auf? Weißt du das? Weiß ich nicht. Also um 6 ist es nicht. Na, siehste. Scheibenkleister. Oh, jetzt auf gut Glück hier eine Druckplatte finden, da in 2 Stunden. Ich war auch der Meinung, dass wir noch eine Druckplatte haben. Haben wir keine? Was? Eine Druckplatte? Ja. Ja, was willst du von mir? Oh, hier, Trader hat auf. 5 nach 6 macht er auf. Oha. Ja, ja. Verspätung, wa? Ja, ja, der hat bestimmt wieder verpennt, der alte Hinterwäldler, du. Der steht ja auf, wenn der Hahn kräht. Und der Hahn ist tot. Da habe ich mit dem Fahrrad überfahren. So. Wreck Beats. Habe ich jetzt gemacht? Döniken? Fragezeichen. Ja. Ausrufezeichen. Ja, okay. Punkt. Ah, ich weiß, was ich gemacht habe. Nee. Habe ich das gemacht? Nee, habe ich nicht gemacht. Achso, die sind schon fertig jetzt? Hat der keinen Wert oder was? Kein Verkaufspreis. Du, du hast keinen Wert. Du bist wertlos. Können wir den eigentlich zerlegen? Haben wir Buch, Elektriker? Nee, get hammered. Scheiße. Ach Mist, ey. Jetzt hat er natürlich kein Buch, was ich brauche. Southern Farming vielleicht. Könnte man mitnehmen. Also ich habe jetzt hier meine Munition. Jetzt macht er gerade 31. Dann kommt 524, dann kommt 112, 159. Kannst du mir und ich habe jetzt schon. Menge nennen? Keine Ahnung. Okay. Ich kann nicht rechnen. Trinkwasserbehälter? Ja, das ist nur dieser Deko-Dings, glaube ich. Ach so. Ah, ich dachte hier für unterwegs. Ja, ich dachte für zu Hause, sodass er da immer. Was mache ich denn hier? Na, ich habe jetzt gedacht gehabt, du kannst den. Den Trinkwasserbehälter. Habe ich gedacht, das ist jetzt so eine Mitnehmflasche, wo du ein bisschen mehr Wasser reinführen kannst. Wenn aktiviert, kann mit geschmiedeten eisenmechanischen Teilen repariert werden. Ja, wenn aktiviert, aber wie aktiviere ich denn den Mist? Ja, musst du mal lesen. Ja, steht das ja steht da nicht. Da? Ach, come on, das steht da bestimmt irgendwo. Nein. Bist mal wieder zu. Und hier gibt es auch keine Druckplatte, leider. Na, Druck. Bitte, ich kann's nicht lernen. Hä, bin ich jetzt. Ach so, hä? Bin ich jetzt dumm? Ja, wieso, fragst du? Hattest du Zweifel? Oh. Scheiße. Oha, nee, so viel will ich nicht. Die beiden habe ich jetzt nicht, ne? Mach jetzt mal 1000. Leute. Zack. Wäre ja auch die Frage, ob sich das überhaupt lohnt. Thanks, buddy. Ja, kein Problem, Buddy. Ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. Ich muss mal irgendwie gucken, ob ich hier noch schnell an so einem Elektrikerbuch rankomme.
Im Burgershop eher weniger, ne? Im Hotel war schlechter und wenig Loot. Aber wir können es ja trotzdem mal versuchen. Haben wir hier nicht einen Bücherladen gehabt um die Ecke? Der da? So. Oh. Okay. Die Kassen sind leer, die Tür ist verschlossen. Der Safe ist kaputt. Komm. Das kann nicht. Ich glaube, in dem Burger-Restaurant ist auch noch nicht wirklich Loot nachgekommen. Also ein bisschen ja, aber nicht wirklich. Eins, zwei, wir kommen vorbei. Drei, vier, mein Knüppel irgendwie. Okay, das wird, nee, das hört sich falsch an, das sage ich jetzt nicht. So, hier vielleicht noch irgendwo ein Buch für mich, so einen kleinen Elektriker-Ratgeber. Oh nein, du leuchtest. Du hast so strahlend schöne Augen. Jasmin, was machst du? Ich mach gerade Bruchsand und dann mache ich noch Beton. Also du baust, ja? Ja, ich muss das ja hier ein bisschen. Und nebenbei mache ich Munition. Das ist vernünftig. Oh, geil. Jetzt hat die hier geschrien, oder was? Das lobe ich mir. Also wieder irgendeine Mutti im Kinderspieleparadies. Das sind wieder diese Frauen, die nicht erwachsen werden wollen, ne? So, wen haben wir denn hier für mich? Kriegen wir das so hin? Sieht schwierig aus. So, hat jetzt die Troller so hier... Oh, mein Auge ist schon wieder, Alter. Oh. Einmal auf Nummer sicher. Malum, look mein Ollo. Shumway-Kiste. Mal gucken, wo ist sie? Wo? Wer? Wo? Wer? Oh, ich sehe die immer nicht. Die Schreierin. Ja, die ist an deiner Butze. Mach die mal weg, bitte. Das ja, war, ich bin auch dabei. Scheiße. Nur weil ich nachladen muss, hat jetzt geschrien. Wetten? Das war ein Haufen Arbeit. Oh, bitte nicht, ey. Ich finde das unfair, dass das nicht gewürdigt wird. Nee. Oder sind die jetzt bei dir? Warte mal. Oh, scheiße. Jasmin, ja, bitte. Wo sind die denn? Geh dir sofort den Mund mit Kernseife auswaschen. Sind die alle hierher? Ein Elektrikerhandbuch. Kam ich von hier? Alter, ich dreh gleich ab hier. Ich sehe die hier nie. Ah, hier musst du irgendwo... Das sieht aus, als wäre ich hier schon mal gewesen. Oh Gott, bist du doof, Alter? Nee. Nachladen ist so nice. Ich hab mich so erschrocken eben. Bin ich gerade im... Oh, da hinten ist noch einer bei dir drinne. Komm gerade hierher zu mir. Bin hier irgendwie im Kreis gelaufen, Jasmin. So. Da ging's ja... Hey, irgendwo ist der noch. Es regnet Zombies. War irgendwo? Nun die Wettervorhersage. Das könnte mit starken. Wenn er mal die Klappe halten würde, dann würde ich auch wissen, von wo die kommen. Ach, ne, du. Im Leben nicht. Gut, dann lasse ich die halt dein Haus kaputt schlagen. Geh doch einfach rüber. Nix da. Ich sehe die nicht, keine Ahnung. Oh. Solange die nicht an meiner Butze sind. Ja, danke. Ja, du bist ja nicht ruhig gewesen eben. Hey, bist du bescheuert oder was? Sind die jetzt an deiner Bude? Der war hier vorne. Fast drinne. Bei mir? Bei mir? Oh, das ist gut. Kurz hätte ich schon Sorge gehabt. Wie ist denn der hier überhaupt, ey? Ich muss mir hier noch was einfallen lassen. Du kannst das irgendwie nicht. Was denn? Diesen Laufsteg hier. Er baut doch um. Meiner drüben ist super. Ja, schön. Hast du auch für dich gemacht. Hä?
Hast du auch für dich gemacht, du. Ja. Ich habe aus, nee, hab aus den Fehlern bei dir gelernt und das bei mir wieder verbessert. Okay, hier ist kein Buch. Aber ich glaube, das ist ein Buchladen, ne? Und keine Bücher. Geil. Geiler Buchladen. Oder ist das... Ne, das ist ein normaler Laden. Ich guck mal rein, aber ich glaube, da wird auch wieder ein bisschen was los sein. Ha! Du bist immer so geil, ey. Was denn? Immer vorm Blutmund macht der Blödsinn. Ja, nein, ich suche eine Druckplatte. Ah, Druckablasen. Oh Gott, ich will hier raus. Habe ich mich erschrocken. Kannst du die nicht herstellen? Nee, mir fehlt ein Buch. Ein Elektrikerbuch. Genau. Wenn ich schieße, ist das Glas ein Hindernis. Aber wenn er mir eine verpassen will, der haut da volles Bett durch. Jo. Da kriege ich aber so eingesemmelt. Gesemmelt. So. Dann gehen wir hier mal durch wie John Rambo. Irgendwie hier ein bisschen Buch. Ein Buch brauchst du nur noch. Was hast du denn eigentlich für eine Axt, sag mal? Eine 6, Stufe 6. Ah, okay. Habe ich nämlich auch. Wie oft soll ich dir das noch sagen, eigentlich? Bis ich mir das gemerkt habe. Also nie. Ja. So ungefähr. Vielleicht auch ein bisschen später. Messing brauche ich jetzt mal auf und Blei. Ja. Musst du dir irgendwo abbauen? Hab ich gesagt, brauche ich jetzt erstmal auf hier. So. Mann, ey, wenn es anders nicht geht hier. Die Saftnasen, die halten so viel aus. Alter Falter. Ah, toll, ey. Ist ja widerlich. Das ist doch alles Schmutz hier. Ich will doch einfach nur ein Elektrikerbuch. Elektriker. Kennst du das Lied? Nee, aber der hat einen kurzen, ne? Ah, das hast du von Kristall. Was, dass Elektriker einen kurzen haben? Weißt du, wie alt dieser bist? Achso, Kristall hat einen kurzen? Das wollte ich nicht. Ich habe mit dem nicht geschlafen. Ja, halt doch einfach der Mobil. Ja, aber der Spruch mit Elektriker hat einen kurzen, der ist schon so alt wie die Zeit selbst. Den kenne ich nicht. Echt nicht? Kannst mal sehen, wie alt du bist, ey. Das war, glaube ich, nach deiner Zeit. Der Witz hatte seinen Höhepunkt, da warst du so im Teenager-Alter. Ungünstig. Oh, sehr ungünstig. Fast 1000 Munition haben wir. Guck mal. Erstmal, das ist aber wenig. Aber diesmal habe ich nicht so viele ätzende Zombies dabei. Jetzt, wo du nicht da bist. Aha. Also nicht, dass das an dir liegt oder so, ne? Aber ist schon auffällig. Brauchst du Ärger? Lieber nicht. Dann sei ruhig. Das nehme ich aber so weit von mit. Dann kann ich ja schon mal gucken, ob ich das da weitermachen kann, damit das erstmal fertig wird. Oh, ey, mein Nacken. Den musst du nachher unbedingt einschmieren. Ich will das nicht anfassen. Mal. Was? Verschlossene Truhe. Kleiner Moment, Jasmin, ich muss hier eine Truhe knacken. Ich habe jetzt keine Zeit für deinen Blödsinn. geil, Kacke. Kann ich nicht mitnehmen. Ist mir egal. Weg damit, so. Hat keiner gesehen. Plastik, immer gut. Oh, Loch. Ach, ich kriege hier einfach nicht die Bildung, die ich brauche, Jasmin. Ja, dieses Niveau haben die da nicht, wa? Nee, hier gibt's keine Bücher mit Bildern drin. Ah. Hier sind zwar einige Bücher,
die ich jetzt studieren durfte. Aber natürlich nicht das, was ich brauche, genau. Ein kleines. Armer Boy. Oh, Inge. Hast du noch ein bisschen Elektrikerbildung für mich? Nö. Was sind da Schockstab? Wo soll ich denn die hernehmen? So. Ja. Kannst du mich nicht unterrichten? Aha. Kannst du eine Druckplatte? Nee, kannst du nicht. Ich habe dir nicht einmal ein Buch davon gegeben. Ich habe 7 Bücher. Gelernt? Ja. Insgesamt? Nee. Nicht insgesamt, weißt du? Das ist aber nicht so viel, ne? Ja, ja, komm. Ist jetzt hier drüben Office? Brech ich mir ein Bein, wenn ich hier runterspringe? Versuch mal. Ja, habe ich versucht. Und? Oh. Ist nichts passiert. Schade. Schale Schokolade. Ist kaputt? Kann ich irgendwas davon einstecken? Oh, die geht mir echt auf den Nüsse hier, diese Schreierin. Ja, weil wir so viele Öfen anhaben, glaube ich. Ich mach die gleich aus. Ich will Achso, das nicht mehr. Die Öfen, meinst du? Oh nein! Mann, du nervige alte Schrapnelle, du dein hässlicher Labber! Ich hasse das, wenn die Frauen mich von hinten anfassen. Oh! Ich dachte, da ist noch einer. Ja, aber da habe ich wohl falsch gedacht, Jasmin. Haben wir hier noch irgendwo ein kleines Büchlein für mich? Da? Das Electric... Ist es das? Nein, Elektriker. Ich brauche Elektriker. Shit. Boah, dieses Geklacker von diesen Kriechern, ey. Ekelhaft. Warte mal ab, ich habe das gelernt, baue die Druckplatte und dann brauche ich einen Stromgenerator, weil das mit Druckplatte selbst nicht funktioniert. Ich sehe es schon kommen. So. Hier ist nix, Jasmin. Also hier ist eigentlich mega viel... Oh, scheiße. Mega viel, oh, scheiße. Ich muss mir mal ein Schießloch machen. Eine Schießscharte. So. Bitte recht freundlich. Jetzt ja wieder Zombie von Minecraft. Da komme ich nicht ran. Hast du ein Buch für mich? Natürlich nicht. Ich hab jetzt die Öfen raus. Die ich auf jeden Fall nicht brauche. Hier ist eine demolierte Treppe. Ist was hinter, ne? Oh, eine Handtasche, Jasmin. Ich habe hier eine Gucci-Handtasche gefunden. Ach, mei, oh mei. Die Suche nach Bildung. Ich will nicht dumm sterben. Ich bin schon 8-mal dumm gestorben, Jasmin. Und zu fressen habe ich auch nicht. So. Oder habe ich Essen? Es ist ja fette Speck mit Eiern, habe ich hier. Was ist denn hier? Altenheim? Krankenhaus? Hallo! Hau, wenn nuss du. Bei orangene Augen gehe ich lieber auf Nummer sicher. Wieso kann ich die Tür jetzt nicht mehr schließen? So. Dann machen wir das eben so rum. Oh, was können wir hier durchforsten? Ein paar Schränke. Nein. Da oben. Oh, ein Stapel Bücher. Perfekt. Und wir haben nicht das dabei, was wir brauchen.
Aber wir sind dem Auto einen Schritt näher. Eine Kartoffel. Medizinschrank, da waren wir auch noch nicht dran. Ne? Cool. Wo führt das Licht hin? Ich werde ins Licht geführt, Jasmin. Oder hinters Licht. Jasmin ist wieder Brain AFK. Hat sie gesagt, dass sie weggeht? Ich habe nicht zugehört. Ich sabbel zu viel, glaube ich. Aktenschrank. Shotgun Wiki. Okay, ja, wöchentlich. Ein wöchentlicher Schrotflintenbericht. So viele Bücher, ne? Also zumindest habe ich die alle noch nicht gelesen, das ist schon mal viel wert. Da komme ich gerade her. So, hier rechts um die Ecke können wir noch gucken. Dann müssen wir da einmal über die Brücke gehen. Was hast du für eine Augenfarbe? Dunkelrot. Bücherregal. Und wir haben wieder nichts, aber dem Auto ein Stück näher. Und Iron. Ich kann die Druckplatte herstellen. Ja, Kruzifix nur eins. Will ich jetzt hier noch den Hauptblut abwarten? Ich bin sowieso voll, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Junge, man schleicht sich nicht so von hinten an Leute ran. Das kann gefährlich enden. Stell dir vor, ich hätte mich erschrocken zugeschlagen. Hier war. Ach, da wäre der eigentliche Weg gewesen. Ah, ist ja interessant. Du quatschen Müll, ey. Wo komme ich denn jetzt hier raus? Ah, irgendwann ist Jasmin bestimmt auch wieder mit dabei. Ey, ich rede doch die ganze Zeit. Vielleicht ist sie nochmal auf Toilette gegangen oder so. Ah, hier ist echt ein Labyrinth, ne? Aber wie eine Einbahnstraße. Da sind wir. So, dann können wir jetzt einmal schnell nach Hause stellen, die Druckplatte her. Vielleicht ist Jasmin bis dahin auch wieder online. Hallo, kannst du mir jetzt nicht, du hörst mich, ich sehe das. Was, ey? So, einmal ein Schlückchen sübbeln und ab dafür. Ach, dann nehme ich jetzt das aus der Kiste hier raus. Home, sweet home. Home, sweet home. Müssen die Jasmin auch mal fragen, ob die, wie viel Munition wir jetzt eigentlich haben. Ob das ihrer Meinung nach reicht für den Blutmond. Da verlasse ich mich doch eher auf ihre als auf meine Meinung. Dann müssen wir erstmal warten, dass die wieder da ist, ne? Ich bin doch da! War ich hier richtig? Ich gerade wieder, ich bin schon wieder maximal verwirrt. Jasmin, bitte sprich doch mit uns. Geh jetzt nach drüben und mach deine Bude kaputt. Ey, das habe ich gehört. Wo warst du denn die ganze Zeit? Ich sitze hier. Nein, weil du nicht geredet hast. Ich hab mir das angehört. So, Fahrrad kann ich das einstecken. Aber selbst reden gemüdet hier. So. Meine Taschen sind voll, Jasmin. Und ich stelle jetzt eine Druckplatte her. Und zwar, Druckplatte schreibt man mit D, ne? Wie Druck. Du kannst auch große Druckplatten herstellen. Einmal 5. Denn bräuchte ich... Wir sortieren erstmal aus hier. Das sieht ja aus in meinem Inventar. Absolute Schlampigkeit hier. Die Schlampigkeit vorm Herrn. So. Oh. Mach die hier schon wieder. Die schotten dich doch.
Schlagring raus, Jetons kommen raus. Hier haben wir noch mal ein bisschen Munition. Ein paar Mods. Unten ist aber voll. Der kann darüber. Bist du da? Ja. Okay, hier, warte, ich habe was für dich. Geschossspitzen. Danke. Ja, bitte, bitte. Bitte, bitte, Frau Knidde. 2 Minuten 30, hab kein Holz. Hier, ich pack mal in die Ausgabe von dem Grill 5 Trübe Wasser. Kannst du da Wasser draus machen, bitte? Bei Gelegenheit. Der macht auch da rein. Ne, ich hab kein Holz in der Tasche. Ja, mein gleich. Danke. Aber in dem einen ist auch noch drinne. Ne, mir ging es jetzt nur darum, dass ich das nicht machen kann. Der kann weg. Döschen? Stößchen? Ne, das wollte ich ja nicht. Jetzt haben wir noch die Mods. Die Axt hier ist über. Munition. Oh, welchen Tag haben wir denn heute? Oh. Das wird ziemlich knappe Kiste. Weißt du was hier? Raus damit. Scheiß drauf, das muss jetzt schnell gehen. Das kann soweit drinnen bleiben. Druckplatte. Geschmiedetes Eisen hätte ich gern noch mal. So. Habe ich denn 5 Slots frei da drüben? Also 5 Stellplätze. 5 Raster. Oh, schnellste Weg. 1, 2. Oh ja, locker, ne? Guck mal, 1, 2, 3, 4, 5. Aber dann können wir das nur einseitig machen. Wenn wir sagen, wir würden hier aufwerten. Sollte das ja eigentlich reichen, ne? Wir müssen sowieso erstmal ausprobieren, wie das funktioniert. Das Problem ist, ich habe ja wahrscheinlich nur einmal jetzt die Gelegenheit, das zu testen. Ach komm, was soll der Geiz? Wir nehmen die große. Wir nehmen die große Druckplatte. Dann brauchen wir noch 8 mechanische Teile. Und 6 elektrische. Und dann machen wir die große. Kann man vielleicht mehrere Druckplatten miteinander verbinden? Das dauert jetzt 6 Minuten. Jasmin, wir haben ein bisschen überzogen. Ich würde sagen, wir machen die Druckplatte noch. Ja. Okay. Ja, die braucht auch nur 6 Minuten. Kann ich schon weiteren Beton herstellen? Das wäre natürlich sehr geil. Macht der noch was? Nee. Dann könnten wir hier nochmal Zement herstellen. Und die hier. Gut, die schmilzt ja ein. Ja, halt diese Ressourcenverschwendung hier an dem Zement. So. Können wir die Druckplatte schon abholen? Möglicherweise. Nee. Dann werte ich da einmal den Boden schnell auf. Gehen wir da einmal fix rüber, Jasmin. Ja, die doch.
Ich glaube, das wird letztendlich wird das mega. Aber wir müssen mal wieder ein paar Witze mit einbringen, wa? Ein paar Witze, ein bisschen Schmarrn erzählen. Eine andere Uhrzeit vielleicht, ja. Ja, so ein bisschen Schmarrn erzählen, so ein, zwei Witze. Schmarrn? Schmarrn. Jetzt geht das nicht. Oh, jetzt muss ich den blöden Stein reparieren. So. So, ne? Aber das andere Seite auch. Ich will es zumindest schon mal so ein bisschen symmetrisch. So, und jetzt müsste die Druckplatte dahin. Irgendwas noch aufzuwerten. Sehe ich noch irgendwas von unten? Nee, ne? Ein Schlafsack müsstest du mal aufwerten. Wieso? Wie viel hat der noch? Kann man das sehen? 71 von 100. Oh, das geht doch. Dann ist ja... Das ist doch top. On the top. Aber dafür brauche ich eh nur Pflanzenfaser. Warte mal. Haben wir doch hier so. In der Kiste irgendeine. Ja. Ich glaube, ich hatte sogar auch noch hier was. Ja. Unten ist richtig viel. So. Hast du die Platte jetzt fertig? Nee, die braucht noch 3 Minuten. Hm. Ah, es tut mir auch so leid. Ah, ich würde so gern bauen. Brauchen Ressourcen dafür. Ich glaube, ich werde auch die ganzen Bäume nochmal fällen. Und dann mache ich unten auch nochmal Holzstachelfallen hin. Drüben. Dass sie da vielleicht auch noch reinfallen. Jo, schwierig, schwierig, ja, Digga, Ich weiß nicht, ob das für den ersten Blutmond schon ausreicht. Aber ich fühle mich da drüben sicherer als hier. Schön für dich. Muss ich halt auch zugeben. Geh doch weg. Geh doch. Es ist halt hier dieser blöde Steg, müsste echt viel länger sein. Wie viele Minuten haben wir denn jetzt? Ja, warte, ich bin nur noch wegen der Druckplatte. Ich möchte nur noch unbedingt ausprobieren, wie das mit der Druckplatte, ob das funktioniert. Hm. Und die brauchen nur noch 1:19. Erzähl doch mal so lange eine coole Story über deine Jugend. Nö. Wie ihr das Pferd geklaut habt, zum Beispiel. Nein. Wieso? Krimineller Langfinger. Ja, du warst ja nur dabei. Du hast es ja nur gesehen. Ah, hier ist auch noch offen. Ich war ja schon fertig. Ich glaube, die meisten schalten jetzt schon ab. Aber ich möchte halt unbedingt rausfinden, ob das mit der Dartfalle so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Jasmin, wir haben Action.
Jo. Schon wieder hier bei mir oder was? Hä? Was? Fertig? Ja, man sieht bei diesen dicken Stangen immer so wenig. Aber ich glaube, es ist gut gegangen. Kommt keiner, oder? Es wirkt jetzt nicht so. Gut, meine Platte ist nämlich jetzt auch fertig, dann können wir die einmal schnell hinschmeißen. Mach das. Oh, ey, 5x1 Druckplatte, Jasmin, ne? Geschmiedete Stahl. Mechanische Komponenten, elektrische Teile. Ich sag dir, das ist was ganz Feines, ganz Feines. Made in Keller. Kannst du hier einmal rübergehen? Was soll ich da? Bei mir funktioniert es nicht. Ob es bei dir funktioniert? Och, Mensch, Patrick, ey. Du stehst morgen mit mir auf. Ich weck dich morgen. Ja, aber ich hab doch frei. Ist mir egal, ich auch. Wo ist die? Hier unten im Loch. Ja, als wenn ich weiß, wo hier was ist. Da, wo die ganz große... Ja, genau. Und da einmal rüber. Hey, wieso soll ich darüber gehen? Weil es bei mir nicht funktioniert. Ja, richtig. Aber bei den Zombies soll es ja funktionieren. Ja, aber vielleicht funktioniert es auch gerade gar nicht. Hey, bist du doof? Ich habe noch eine Idee. Möglicherweise muss ich diese Druckplatte mit dieser Kabelknipse verbinden. Ja, wahrscheinlich. Hey, ich hole mir eben eine. Ich weiß, wo die liegen. So. So. Bin gleich da. Oh. Ist es möglich, dass diese Druckplatte nur 1 Watt produziert, ich aber für diesen blöden Dartkack hier 10 Watt brauche? Ich hab davon keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was das sein soll. Dann kann die weg. Scheiße. Generator. Oh, ich bin so dumm. Wir können Generator ja schon herstellen. Jasmin, hilf mir bitte, die Druckplatte zu entfernen. Freischalten. Na gut. Ein Satz mit X, das war wohl nichts. Da müssen wohl nix. Da müssen wir wohl einen Generator herstellen. Ja, ich gehe jetzt wieder in meine Hut. Wie komme ich denn hier wieder raus, ey? Einfach die Treppe hoch. Oh Gott, das ist ja voll... Und hier fühlst du dich sicherer? Ja. Aha. Na denn? War auch so dumm von mir, dass ich das so gemacht habe, statt mit einem Generator. Ich hätte gleich gucken müssen. Ja, bist du dumm. Oh, aber richtig... Ich bin so dumm. Warte mal, 10. Ich will den nur herstellen, dass ich das nicht vergesse bis zum nächsten Mal. Also nur, Dings hier.
in Fertigung geben. So, dann war es das nämlich heute, von heute für uns. Ja, wir werden mal gucken, dass wir die nächsten Folgen, wir sind ein bisschen nervös zurzeit. Der nächste Blutmond naht. Ja, mal gucken, ob wir den nächsten Blutmond ein bisschen besser hinkriegen als den letzten auf jeden Fall. Wir sehen uns morgen wieder. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Wir würden uns freuen. Bis dahin, mach's gut. Ciao.